So, Anton, es ist Wochenende, es ist 7 Uhr, machen wir mal 2 Uhr, das kommt am besten hin. Wir haben's. Hannes, wie ist das Wetter draußen? Ein Profi, manuelle Disposition. Wir machen mal bewölkt. So. Ich frage mich, wozu der VLC-Player mir jedes Mal, wenn ich ihn starte, ein Pop-up wegen Datenweitergabe, also Privatsphäre-Einstellung. Ja. Das ist das, was ich so verwirrt, wenn man mich nach Privatsphären-Einstellungen fragt. Also. Weil er dich ausspioniert. Ja. Ganz einfach. Na, so wie alle anderen auch. Ist ja jetzt nichts Neues, aber. Ja, gut. Ja. Ne, mir geht's an sich alles top. Es läuft alles momentan. Schule hatten wir jetzt. Nächste Woche sind wir wieder im Krankenhaus. Aber sonst läuft. Ist halt momentan ein bisschen wenig los durch Corona, ne? Aber sonst ist alles top. Tatsächlich. Morgen geht's zu Omi zum Mittag und zum Kaffee. Und jo. Ja, und Toni, bei uns regnet es nicht. Also zumindest hat es vor einer Stunde noch nicht geregnet. Weil ich habe auch nicht hochgeguckt, ob jetzt sternklar ist oder bewölkt, aber ich glaube, es war bewölkt, oder Hannes? Wie siehst du das? Er sieht gar nichts. Hannes? Are you there? Wer? Bist du da? Ich bin da. Ach so, ja, weil du mir nicht antwortest. Entschuldigung, meine Clips, die ich mir gerade angucke, sind zu laut. Was denn? Ach so, ich habe gefragt, wie das Wetter draußen ist. Ist es regnerisch, bewölkt oder sonnig? Warum ist das relevant? Für die Einstellung in Wigberg. Guten Tag, mein Name ist Alexei Schönemann. Ich wohne in Radanhofen, Rad der Straße. Hier wütet ein akkurater Waldbrand. Mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Feuerwald. Gruppe. Das passt schon. Löschzug 2, Löschzug 3. Ich hätte gerne noch einen RTW zur Absicherung mit. Und dann alarmieren wir das mal. Bachelor 1 weg mit Serena. Du bekommst sie alle. Höre. So, wir wollen mit einer Gruppe dahin fahren. Also wir nehmen das LF mit einer Gruppe. Ich bin gerade am überlegen, TEL haben wir ja mit alarmiert, das heißt wir werden ELW mitnehmen, werden aber den ELW 1-2 nehmen. Das heißt wir werden den mal nach draußen, hallo, weil der ausblenden, danke. Ah, das ist ja seit Oktober, ne? Ja, da haben wir ja Glück, wir haben Schule. Also wir hatten ja jetzt Schule und wir durften auch richtig in die Schule quasi mit Fallbeispieltraining und so. Richtiger Unterricht findet zwar nur im Homeoffice statt, also Online-Unterricht, aber sonst durften wir halt auch in die Schule. Das fand ich schon, also finde ich schon ganz angenehm. So, stell dich mal irgendwie... Verstanden. So, aussteigen. Hallo. Tor 2. So, und aussteigen bitte. Jetzt kann es sein, dass er natürlich im Weg steht. Ich weiß gar nicht, nachts fährt er glaube ich gar nicht mit, ne? Rettung der Akkulenz, NEF1 von der Schöne Kassanzberg. So, du kannst den noch fertig machen. Akkulenz, NEF1, kommen. So, wie viele Mann haben wir jetzt hier? 1, 2 bis jetzt. Hier ist noch keiner. Ohne Sonderrechte anfahren, RTW vor Ort. Notarzt nicht unbedingt benötigen, wie gesagt, Verhalten anfangen. Na gut, dann stell dich mal erstmal noch da. Ja, verstanden. Macht ihr mal die Einsatzleitung. Ich hoffe, meine Gruppe kommt dann auch noch. Der ELW 1-2 ist raus. Sehr schön. Naja. Das ist echt ärgerlich mit der Gastronomie.
hier unser Stammlokal, wo wir immer hingehen in Suko. Der sagt auch, der würde denen das Gebäude nicht gehören, weil wären die schon echt am Arsch. Sag ich mal so. Es ist ja so. Es ist ja einfach so. Weil die die machen zwar immer noch hier außer Hausverkauf, aber das, da sagt er, das ist halt auch nicht so das Wahre. So, wollen wir uns den Waldbrand mal angucken. Ich glaube ja noch nicht so wirklich dran, dass das ein Waldbrand ist. Aber wir gucken uns das trotzdem an. Der ist dann schon irgendwie auf Anfahrt. Der 20er-Zug ist auf Anfahrt. Der 3er-Zug ist noch nicht komplett auf Anfahrt. Da ist bis jetzt bloß das LF20 los. Und unser ELW halt. Okay. Ich sag mal so, unsere Gruppe hier, daher, dass das relativ weit weg ist von der Wache, ist eigentlich bloß Verstärkung. Wir sind jetzt drin? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben wir jetzt. Ja, ja gut, der eine hätte noch in den ELW gemusst, weil die sind jetzt bloß zu zweit los. Ja, die so. Ich werde mich verabschieden. Ja, ich wünsche dir eine erholsame Nacht, auf dass du mehr Schlaf kriegst als gestern. Ja. So, 8, 9, dann haben wir 2 und können wir den Ausdrehen. Ciao, ciao. So, 1, 2, 3, dann könnt ihr das hier nochmal fertig machen. Nehmen wir das LF noch mit. LF 10. Na, das ist ja schon mal was, dass du trotzdem dein volles Gehalt kriegst. Jetzt hatte ich ja letztes Jahr im März, April da. Da saß ich ja auch 3 Monate am Stück zu Hause. Da durften wir ja auch nicht, um die Kontaktzahlen so gering wie möglich zu halten, durften wir halt auch nicht auf dem RTW. Schule durfte nicht stattfinden. Das heißt, wir saßen 3 Monate lang zu Hause. Das war auch einfach nur ätzend. Aber es war doch bloß Gruppenalarm, oder? Oder habe ich... Nee, das war Gruppenalarm. Ja, ganz schön viele hier. 3, 4, 5, 6, dann ist der auch schon wieder voll. Dann nehmen wir den noch mit, dann haben wir noch 2. Florian Wigberg, 11, LF 10 von Leichelle Krasse Hans bekommen. Ich finde das Martinshorn so geil von ihm, ne? Ja, nehmen wir die Drehleiter noch mit, würde ich sagen, wenn sie jetzt nur noch zu zweit sind. Kann die Drehleiter noch mitkommen? Bei Status 4 ist noch keiner, ne? 1-0-0. So. Verstanden. Steu ich mal ein in der Auto. Florian Wegberg 11, LF 20 ist out. 1-5 kommen. Fahrzeug 8 hört. Status 3. Und Abfahrt. So, Drehleiter. Sehr schön. Ja, Toni, mit 2 Mann brauche ich das HLF nicht noch besetzen. Lohnt sich nicht, kann ich hier denn nicht wirklich mitarbeiten, dann bräuchte ich noch Leute von anderen Fahrzeugen. Na klar, hätte ich es mitnehmen können, ein MTW, hier der 3er. Ah ne, ist doch der 31 MTV, das 31 MTF. Corona-Bonus haben wir auch gekriegt, aber als Azubi waren das halt weniger, ne? Aber ging auch, war auch okay. Und ja. Ja, die 3 Monate, ich habe das anfangs auch echt genossen. Aber so am Ende hin war es halt echt. Weiß nicht, es ist nicht meins. Irgendwann ist halt auch. Kannst ja nichts machen. Irgendwann ist dann auch Feierabend. Und das ganze Online-Unterricht gedöns, das ist doch nervig. Fahrzeug 42. Oh, der Wald brennt ja wirklich! Okay, ist nicht ganz so groß. So, 21 HLF. Der Florian Wegberg 11 DLK. 21 HLF nach hier bitte. Zack, wir haben jetzt 22 HLF. Nach hier. Ja, verstanden. 31 HLF. Noch hier. Fahrzeug 44, ELW 1-2. Der kann hier hin. Fahrzeug 45, die WG hört. Kann dorthin. Fahrzeug 47, TLF 4000. Das
Das hätte ich schon gerne hier hin. Müssen wir das 21 HLF 20 mal bloß woanders hinstellen. So, und du stellst dich erstmal in Bereitstellung. Der Rest bleibt alles erstmal in Bereitstellung, je nachdem wie wir es brauchen. LF 10. LW 1.3. Das LF 20. Zack. Und die Drehleiter noch. So. Ja, der RTW stellt sich erstmal in die Bushaltestelle. Gut. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, das brennt da. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. 6 Mann. So, du bleibst aber kurz davor stehen, bitte. Florian, über 11 LF 20 und Leitstelle Kasse 1 bekommen. Das ist 4, das ist 5. Achso, warte mal. Welches Flug? Das ist 21 HLF 20, ne? Ja, da. Würde ich gerne nach hier ungefähr. So. Gut. So. Absitzen. Absitzen. Maschinist, startet bitte direkt die Pumpe. Ihr beide nehmt euch jeweils einen Schlauch. Du setzt den Verteiler. Du kannst erstmal Verteiler. Du holst ein Strahlrohr. Du holst einmal Wasserversorgung, bitte. Standrohr. Nach dort. Was ist das denn hier? Das ist irgendwie. Das ist die Lagemeldung. Feuer! Baumgruppe im Wald. Baumgruppe. Hat er mal wieder festgebacken, ne? Glück gehabt. So, dann ran. Du holst bitte auch noch einen Schlauch. So, wo ist denn jetzt hier? Was gibt's? So, ich hätte auch einfach Wasserversorgung sagen können, ne? Kann ich das immer noch? TLF 4000 ist schon mal da. Ich bin der Meinung, hier war irgendwo ein Hydrant. Hm. Mal gleich mal gucken. So, du. Ja? Schon mal an den ran. Du. Absitzen. So, Herr Maschinist, du baust mal deinen Werfer auf. Und startest deine Pumpe. Wasserversorgung. Ah, da kommt es her. Okay. Du an den ran. Und versorgst erstmal das TLF. Oh, Feuer quasi aus. Ja, verstanden. Das war ja einfach. Ja, aber da ich sonst fast 14 Stunden oder noch länger gearbeitet habe, ist das auch nicht schlecht. Ja, das stimmt schon. Bisschen Erholung. Das wäre ja auch nichts für mich, ne? So, ich mag ja schon so jetzt im Krankenhaus zum Beispiel diese Zeit von 6 bis 14.30, das jeden Tag. Finde ich nicht gut. So, Feuer aus! Fahrzeug 27. Finde ich ja schon nicht gut. Ich mag ja meine 24-Stunden-Dienste gerne, ne? Ja. Einfach, zwei bis dreimal, wenn, ja gut, wenn es hochkommt, dreimal die Woche arbeiten. Das ist schon ganz nett. Finde ich. So, du kannst deine Pumpe ausmachen, deinen Monitor wieder einfahren und dann kannst du schon direkt nach Hause. Fahrzeug 1 hört. Mach mal deine Gerätefächer noch zu. Wegwerk ELW von Leitstelle kommen. Einsatz Abschlussmeldung. PKW Brand. Stuf. Da. Abschließende Lagemeldung. Brandeinsatz. Feuer aus. Einer Stelle an den Eigentümer übergeben. Alle Einsätze kannst du rücken ein. Nice. Ja, verstanden. So, dann könnt ihr schon mal. Wegberg 21, HLF 20, Leitstelle Randberg kommt. Ja, kommt gleich, warte kurz. Fahrzeug 2 hört. Status 1. Und parken. Ende.
Fahrzeug 2 hört. Parken. Fahrzeug 3 hört. Parken und Fahrzeug parken 27 und parken. So. HLF 21 wollte er haben, ne? Auf dem Weg. Fahrzeug 19 hört. Gute Nacht, Cobra. So, du wolltest jetzt... Wegberg 21, HLF 20 hört. Fahrzeug 1. Ja, Ihr Funkstatus ist hier nicht durchgekommen. Gehen wir nochmal durch. Fahrzeug 19 hört. Status 4 haben wir durchgegeben. Fahrzeug 7 hört. Ja, auf dem Weg. Steht der Gruppenführer wieder mal im Weg. So, dann pack mal dein Zeug hier weg. Ist der andere Kompagnon? Ja. Dort. So, 22 HLF 10, der gehört hier nicht zu dem Auto, sondern zum anderen, zu dem hier. Jawohl. Gut, ihr könnt einmal allesamt eure Klamotten hier wegbringen. Ja. Hä? Zu welchen Werte? Achso, jetzt hat er ihn aufgebaut. Hehe, ups. Ups. So, Minus und du holst den Hüter, den Verteiler noch. Und ja. Legst ihn da rein. Du bringst deinen Schlauch noch weg. Ja. Dann machst du deine Pumpe aus und die Gerätefächer zu. Ihr könnt aufsitzen. Ihr könnt aufsitzen. Du machst deine Pumpe aus und Gerätefächer zu. Und ihr könnt auch allesamt aufsitzen. So. Gut, dann haben wir es, glaube ich, ne? Ah, ne. Scheiße, kann der Maschine jetzt gleich nochmal aussteigen. Ups. Auf dem Weg. Fahrzeug. Ja, vielleicht haben wir Glück und er macht kein Gerätefach auf, aber ich denke nicht. Ah, Mist. Fahrzeug. Schade. Schade. Gerätefächer wieder zumachen. Bin unterwegs. Gut, und dann Status 1. Und parken. Ende. Du sitzt auch wieder auf und Status 1 und parken. Ende. Gut, haben wir alle erwischt? Ja, die, die auf Anfahrt waren, haben abgebrochen. Status 1, Status 1, Status 1, Status 1. So. Gut, dann haben wir es. Können wir schon rüber wechseln? Ja. Ach ja. Ja, ist auch ein interessantes Spiel. Es ist bloß halt sehr alt. Ist mittlerweile... Was haben wir jetzt? 21, ne? Das ist 15 Jahre alt, das Spiel.